Nach den Ereignissen in der Paralleldimension kehrten Shazams Kameraden heim. Doch ein beim Transfer übertragener, seltsamer Virus verwirrte ihren Geist. Befallen von wahnsinnigem Zorn griffen die Verbrechensbekämpfer sich gegenseitig an. Allein und verzweifelt teilte Shazam die Macht des Wortes mit seinen Adoptivgeschwistern. Ihre reinen Herzen gaben ihnen Mut. Die Army of Shazam konnte die ehemaligen Helden außer Gefecht setzen. Bald übernahmen sie den Platz der Justice League als wichtigste Verteidiger der Erde.